142 neue Mails. Sind Sie schon wieder ganz im Arbeitsalltag angekommen? Vielleicht haben Sie ja gestern noch mit Freunden und Familien ins neue Jahr hineingefeiert. Heute ist für viele der erste Arbeitstag. So ist das wohl. Das Leben im Rhythmus zwischen Alltag und Feiertag. Zwischen Arbeit und Ruhe. Zwischen Einatmen und Ausatmen. Wir brauchen beides. Ohne Alltage wären Feiertage nur belanglos. Ohne Feiertage wären Alltage nicht auszuhalten. Wir sammeln Kraft und Energie, wenn wir uns frei nehmen. Danach können wir oft auch viel besser wieder etwas geben. Deshalb gibt es den Sonntag, Gott sei Dank. Jede Woche einen Feiertag. Da dürfen wir ausruhen, zur Ruhe kommen, miteinander fröhlich sein, auf Gottes Wort hören, ganz ohne Druck. Der Rhythmus des Lebens bleibt erhalten. Die Taktart ändert sich. Ich hetze nicht mehr allem hinterher, sondern ich atme, bin im Jetzt. Am schönsten ist der Feiertag für mich dann, wenn ich mit anderen Gemeinschaft erlebe. Dazu gehört, dass Menschen mit mir gemeinsam einen freien Tag haben, den Sonntag eben. Auch an Sonn- und Feiertagen müssen Menschen arbeiten. In Krankenhäusern, in Redaktionen, in technischen Einrichtungen, im Katastrophen- und Hilfsdienst und auf der Kanzel. Ihnen allen, die Sie jetzt gearbeitet haben, wünsche ich, dass Sie bald einen Feiertag haben. Und was ist mit dir, mit Ihnen? Wie feiern Sie am liebsten? Poste uns ein Bild und schreibe uns von einer ganz besonderen Auszeit.